Als Gemeinde sehe ich es als unsere Aufgabe, ein gutes Umfeld und eine zeitgemäße Infrastruktur zu schaffen, damit sich unsere Betriebe weiterentwickeln können. Der Neubau der Greinerbrücke ist eine große finanzielle Herausforderung für die Gemeinde, aber auch ein wichtiger Schritt in die Standort- und Arbeitsplatzsicherung für Kremsmünster. Ich stehe voll hinter diesem Projekt. Greiner ist ein erfolgreiches Unternehmen und bietet vielen Menschen aus Kremsmünster und der Umgebung Arbeitsplätze. Ein gesicherter Industriestandort trägt wesentlich zum Wohlstand in Kremsmünster und in der Region bei. Die daraus resultierenden Steuereinnahmen ermöglichen uns in Kremsmünster wichtige Projekte umzusetzen, Kremsmünster weiterzuentwickeln und zu einem noch lebenswerteren Ort zu machen. Eine neue Verkehrslösung und eine Modernisierung der Brücke sind aus meiner Sicht unbedingt notwendig. Jeden Wochentag finden mehr als 150 Lkw-Zu- und Abfahrten statt. Zusätzlich sind am Standort Kremsmünster über 750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Der Großteil davon fährt mit dem Pkw zur Arbeit. Die Verkehrssicherheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist uns ausgesprochen wichtig. Deshalb wollen wir mit der Neugestaltung der Greinerbrücke maßgeblich zu genau dieser Verkehrssicherheit beitragen. Außerdem profitieren auch unsere Zulieferer und Anrainer. Mit der Verbreiterung der Brücke wird erstens das hohe Verkehrsaufkommen entschärft, zweitens der Gegenverkehr am Verkehrsknotenpunkt der Schlierbacher Bundesstraße ermöglicht und drittens das Gefahrenpotenzial deutlich reduziert. Die neue Greinerbrücke ist somit eine wichtige Maßnahme in puncto Infrastruktur und Verkehrssicherheit. Davon profitieren wir als Unternehmen, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter genauso wie die Menschen in Kremsmünster und Umgebung. Wir freuen uns auf die neue Zufahrtsbrücke und sind sehr stolz auf dieses Gemeinschaftsprojekt. Das Projekt Greinerbrücke ist charakterisiert durch die besondere topografische Lage. Es gibt ein zeitlich enges Korsett, da der Betrieb der Bahnstrecke zu berücksichtigen ist und vor allem die Zu- und Abfahrt täglich stark frequentiert ist. Wegen dem regen Betriebsverkehr ist der Materialtransport zur Baustelle und von dieser weg fordernd. Das wird eine tägliche Aufgabe, die es zu meistern gilt. Prinzipiell wurde alles so vorbereitet, dass bis auf ein verlängertes Wochenende keine Straßensperren notwendig sind. Die Bauarbeiten starten mit Anfang März 2022. Das Bauende wird im November 2022 sein. Der Abbruch der alten Brücke erfolgt dann erst im Herbst 2023. Da wird die bereits festgelegte längere Gleissperre der ÖBB-Strecke genutzt.